Im nächsten Schritt müssen wir das Audiosignal, das wir am Arduino einlesen, auch verarbeiten. Im Prinzip wollen wir die Frequenzen herausfinden, die in der Musik vorkommen, um damit die Lichtorgel zu steuern. Dazu könnten wir Frequenzfilter bauen, die wir zwischen das Audiosignal und den Arduino schalten, um die Frequenzen voneinander zu trennen. Die Lösung, die ich hier gewählt habe, sieht etwas anderes vor. Wir machen eine Frequenzanalyse mit Hilfe der Fourier-Transformation. Das heißt, wir berechnen die Frequenzen. Eine ausführliche Erläuterung des Codes, den ich hier vorstelle, findet ihr auf meiner Homepage. Unten in der Beschreibung des Videos findet ihr den Link. Hier werde ich nur auf die wichtigsten Größen eingehen und alles andere relativ fix überfliegen. Die wichtigsten Größen hier sind zunächst einmal die Größe Samples und Abtastrate. Denn wir müssen, wenn wir das Audiosignal einlesen, folgendermaßen vorgehen. Wir teilen die Musik in kleine Zeitschritte auf. Jeder dieser Zeitschritte wird eine bestimmte Anzahl an Messwerten beinhalten. In diesem Fall in der Größe Samples abgespeichert 128 Messungen pro Zeitschritt. Diese Größe sollte eine Zweierpotenz sein. Das liegt an den Eigenschaften der Fourier-Transformation, des Algorithmus, den wir verwenden, und hat natürlich auch gewissen Einfluss auf unsere Performance. Zum einen ist natürlich die Qualität des Frequenzspektrums, das wir berechnen, besser, je mehr Daten wir verwenden, also je größer der Wert Samples ist. Zum anderen wird aber auch die Rechenzeit dadurch erhöht, das heißt, die Lichtorgel schaltet langsamer. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass die meisten Arduino-Boards sehr stark eingeschränkt sind, was Rechenleistung und Speicher angeht. Bei dem Arduino Nano, den ich verwende, ist 128 tatsächlich der größte Wert, den man überhaupt wählen kann, ohne den Speicher zu überfordern. Der Wert Abtastrate gibt dann an, mit welcher Frequenz die Daten eingelesen werden. In diesem Fall habe ich 8000 gewählt. Das heißt, mit einer Frequenz von 8000 Hertz werden hier die Messdaten eingelesen. Und dadurch ergibt sich im Kehrwert natürlich auch die Länge des Zeitintervalls. Hier werden einige Größen festgelegt, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen werde. Wichtig ist hier im Setup, hier werden einerseits diese ganzen Pins aktiviert. Wir haben zwei Input-Pins, weil wir Stereo-Sound verwenden und zwei Audio-Eingänge haben. Ich will beide Kanäle auch tatsächlich verarbeiten. An der Stelle hat man natürlich die Möglichkeit, auf einen Kanal komplett zu verzichten. Das spart natürlich Rechenzeit. Oder dass man beide Kanäle zusammenführt, indem man sie an denselben Eingangspin klemmt und damit die Signale addiert. Danach habe ich sechs Output-Pins. Mit jedem der beiden Audiokanäle will ich eine separate Lichtorgel schalten und jede dieser Lichtorgeln verfügt über drei Farben, Rot, Grün und Blau, weswegen wir insgesamt sechs Outputs brauchen. Wichtig sind dann auch noch diese beiden Größen, G1 und G2. Das sind Schwellwerte in meinem Frequenzbereich. Der Grundgedanke ist folgender. Ich habe mit meiner Frequenzanalyse decke ich einen Frequenzbereich ab, der von 0 bis zur Hälfte der Abtastrate geht, also in meinem Fall von 0 bis 4000 Hertz. Und diesen Frequenzbereich will ich dann nochmal in drei Teilbereiche aufteilen. Das sind zum einen, habe ich eine Grenze gewählt bei 800 Hertz und dann habe ich eine andere Grenze gewählt bei 2000 Hertz. Das wird dann nachher nochmal wichtig. Jetzt schauen wir uns die Loop an. Hier haben wir zum einen
das Sampling von Kanal 1, das heißt, wir nehmen jetzt unsere Messwerte auf in dieser Vorschleife. Und das, was hier passiert, ist ganz einfach Folgendes. Wir fangen damit an, dass wir die aktuelle Zeit speichern mit dem Befehl Mikros, Mikrosekunden. Wir speichern also auf Mikrosekunden genau einen aktuellen Zeitwert, um den später mit einem anderen Wert vergleichen zu können. Dann führen wir den Befehl AnalogRead aus, mit dem wir eben unseren Kanal 1 auslesen, speichern das Ganze in der Variablen vReal an der Stelle i. Dieses i wird eben von 0 bis zur Größe Samples minus 1 durchgezählt. VImag bleibt zunächst einmal immer 0. Das brauchen wir dann später, wenn wir rechnen. Und dann müssen wir noch warten, bis das Zeitintervall vorbei ist. Das machen wir hier mit dieser While-Schleife, indem wir ganz einfach nochmal die aktuelle Zeit mit dem Befehl Mikros aufrufen und das Ganze mit t plus Zeitintervall vergleichen. Damit haben wir unsere 128 Messwerte für den Kanal 1 aufgenommen. Als nächstes müssen wir die Frequenzanalyse durchführen. Das passiert in diesem Block. Was hier passiert mathematisch, das muss man vielleicht nicht im Detail wissen. Das ist natürlich auch recht kompliziert. Wesentlich ist, dass dieser Block relativ viel Zeit, viel Rechenzeit braucht. Die Ergebnisse, die wir haben, die werden dann in den Größen Value 1, 2, 3 abgespeichert. Das sind diese drei Frequenzbereiche, von denen ich vorher erzählt habe. Deshalb tauchen hier auch diese Größen G1 und G2 auf. Das, was hier passiert, ist ganz einfach das Folgende. Wir betrachten uns die Frequenzen, die wir berechnet haben. Die stehen in den Größen vReal und vImag drin. Das sind Vektoren, also Listen von Zahlen. Und dann wird an der Stelle eine Rechnung durchgeführt, nämlich für jeden Eintrag, den wir in diesen Vektoren haben, für jede Stelle i, berechnen wir zunächst das Quadrat von vReal und das Quadrat von vImag, die werden addiert und danach wird nochmal die Wurzel gezogen. Dann haben wir die Gesamtintensität der jeweiligen Frequenz. Diese Einträge, bei denen der Index i von 0 bis 127 läuft, die decken jetzt diesen Frequenzbereich von 0 bis 4000 Hertz ab. Das heißt, wenn wir das i durchzählen, dann bekommen wir eben die Intensitäten der Frequenzen für die verschiedenen, für die unterschiedlichen Frequenzbereiche hier. In dieser Vorschleife wird jetzt für den ersten Frequenzbereich werden die Intensitäten der Frequenzen aufaddiert. In dieser Vorschleife für den zweiten und dann nochmal das ganze Hoppla für den dritten. Damit wir die Gesamtstärken dieser drei Frequenzbereiche haben. Dadurch, dass diese Größen jetzt in den Variablen Value 1, 2 und 3 gespeichert sind, brauchen wir die Größen vReal und vImag nicht mehr. Die stehen uns also zur freien Verfügung für das Sampling vom Kanal 2. Und das ist jetzt ein Trick, der hier eben ganz wichtig ist, dadurch, dass ich die Kanäle nicht gleichzeitig aufzeichne, sondern nacheinander, kann ich für jeden Kanal doppelt so viele Messwerte aufzeichnen. Wenn ich beide Kanäle gleichzeitig aufzeichnen wollte, bräuchte ich hier natürlich zwei unterschiedliche Variablen vReal und vImag. Die müssten für den Kanal 2 dann entsprechend einen anderen Namen tragen und ich hätte nur halb so viele Einträge zur Verfügung, weil ich ansonsten den Speicher des Arduinos überfordern würde. Hier passieren dann wieder dieselben Rechnungen. Ich führe das Sampling durch, dann kommt die Fourier-Transformation und schließlich noch das Aufsummieren der einzelnen Intensitäten.
Diese werden dann natürlich in anderen Variablen abgespeichert, die jetzt den Namen Wert 1, Wert 2 und Wert 3 tragen, damit wir unsere alten Rechenergebnisse nicht überschreiben. Und mit den Werten kann man dann die Lichtorgel steuern. Wie das genau passiert, das ist nicht so ganz festgelegt. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, welche Präferenzen man setzt, wie diese Lichtorgel aussehen soll. Bei mir wird das letztendlich so aussehen, dass die Gesamtlautstärke der Musik die Helligkeit der Lichtorgel steuert und die Aufteilung der Frequenzen auf die einzelnen Frequenzbereiche wird die Farbe bestimmen. Denn ich steuere bei der Lichtorgel drei Farbkanäle an. Die Lampen sind so aufgebaut, dass sich die drei Farbkanäle immer zu einer Gesamtfarbe mischen. Und dadurch erhalte ich letztendlich, je nachdem, wie stark die drei Farbkanäle ausgeprägt sind, erhalte ich unterschiedliche Farben in meiner Lichtorgel. Wie gesagt, die ausführliche Erläuterung zu dem Code findet ihr auf meiner Homepage und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.